Ey, yo! Arme rein. Kommt mit in den Wald. Was war das eben? Seid still und passt auf. Überall ist lieb. Nicht nur in den Bäumen, im Bach und auch im Teich. Tief zwischen den Wurzeln liegt das Kabauterreich. David, der Kabauter, ist 400 Jahre alt. Er lebt in einem Zwergenhaus, versteckt im tiefen Wald. Er hilft, wo er nur kann, dieser kleine Zwergenmann. Drum ist David, der Kabauter, unser bester Freund. Die Kabauter sind glücklich, sie sind nicht wie wir Menschen, nicht so groß und so schwer, klein wie ein Kinderhändchen. Sie kennen keine Kriege, haben kein Verkehrsproblem. Sie helfen, wo sie können, und das finde ich sehr schön. David, der Kabauter, ist 400 Jahre alt. Er liegt in einem Zwergenhaus, versteckt im tiefen Wald. Er hilft, wo er nur kann, dieser kleine Zwergenmann. Drum ist David, der Kabauter, unser bester Freund. David, der Kabauter, ist 400 Jahre alt. Er lebt in einem Zwergenhaus, versteckt im tiefen Wald. Er hilft, wo er nur kann, dieser kleine Zwergenmann. Von Nüssen, Obst und Kernen. Sie reden mit den Tieren und sie lesen in den Sternen. Swift, der Fuchs, ist schnell, die Trolle frech und grob. Und David, der Kabauter, der Helfer in der Not. David, der Kabauter, ist 400 Jahre alt. Er lebt in einem Fernhaus, versteckt im tiefen Wald. Er hilft, wo er noch kann, dieser kleine Zwergenmann. David, der Kabauter, unser bester Freund.